raus der Hitterle. Standard. Reiferten Kusch im Rizeller. Standard. Hey Leute, herzlich willkommen bei Rebecca und Larissa erklären die Welt. So, direkt mal zum Anfang habe ich kurz eine Geschichte in eigener Sache zu sagen. Es heißt eigentlich, Rebecca und Larissa erklären der Welt. Weil wir erklären ja Sachen der Welt. Oh du meine Güte, du hast so recht, Rebecca. Wie konnte uns das nur die ganze Zeit passieren? Natürlich. Wir haben alles die ganze Zeit falsch gemacht. Oh, also nochmal. Hey, herzlich willkommen zu Rebecca und Larissa erklären der Welt. Heute ist Vatertag und deswegen ist unser Thema heute Vatertag. Nein, ich hasse Vatertag, ich schwöre. Warum? Ich finde das Thema total doof. Wieso? Ja, weil es gibt den Vatertag, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es keinen Muttertag gibt? Das finde ich sehr ungerecht. Ja, voll. Hä, warte mal. Bist du dumm? Natürlich gibt's einen Muttertag. Ja, voll. Wann soll der sein, bitte? An jedem zweiten Sonntag im Mai vielleicht? Ja, jeden zweiten Sonntag im Mai. Wirklich? Ja. Oder meine Güte, weißt du, was das bedeutet? Was? Ich habe Muttertag vergessen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das kann doch mal passieren. Nein, ich meine, ich habe es mein ganzes Leben lang vergessen. Ach so. Ich bin untröstlich. Wer hätte dir beibringen müssen, wann Muttertag ist? Ich weiß es nicht. Wer? Ich sag's dir. Deine Mutter. Also wer ist schuld, dass sie keine Geschenke bekommen hat? Deine Mutter. Meine Mutter. Es ist ihre eigene Schuld. Ich schwöre, ich bin so sauer. Sie muss sich dafür bei mir mindestens 1 Million Mal entschuldigen. Aber wirklich, auf ihren Knien. Ja, das ist deine gerechte Bestrafung. Ich raste aus. Ja, ich auch. Hier steht, Vatertag ist eigentlich Christi Himmelfahrt. Und da ist der Christi vor vielen tausend Jahren in den Himmel gefahren. Aber Rebecca, du weißt doch genauso gut wie ich, man kann nicht in den Himmel fahren, man kann nur in den Himmel fliegen. Hier steht, es gibt eine Tradition an Vatertag. Und die pflegen immer die Männer. Und zwar ziehen die dann immer herum und saufen. Dann ist Vatertag wohl jeden Freitag. Aha. Ja, weil Jordan, der geht ja auch immer am Freitag durch die Gegend und trinkt und so. Und dann macht er das aber auch Samstag und Sonntag und Montag und Dienstag auch. Und Mittwoch. Nee, Mittwoch kann er nicht, da muss er lange arbeiten. Ah. Wir können vielleicht was basteln für unsere Väter. Oh ja! Oh nein! Was ist? Ich habe doch gar keinen Vater. Aber da habe ich es vergleichsweise sehr gut, weil ich habe 3 Väter. Das stimmt. Du kannst für einen von meinen Vätern was basteln. Ich darf einen Vater abhaben? Ja, du kannst für den was basteln, dann freut er sich bestimmt. Was wollen wir basteln? Sag. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus mit Vätern. Liebe Leute, was könnte ein Vater gerne mögen? Zum Beispiel... Noten. Ich überlege mal, keine Ahnung, was können denn Väter gebrauchen? Weiß ich nicht. Ich hab's! Was? Einen Bierdeckel! Ja! Oh mein Gott, du hast die besten Ideen! Oh mein Gott, wie schön! Ich weiß. Und fertig! Ich auch! Ich bin auch fertig! Okay, zeig! Nein, du zuerst! Nein, du! Nein, du! Okay, gleichzeitig auf 3, okay? Okay. Eins, zwei, drei! Oh mein Gott, wie wunderschön! Ja, deine aber auch. Ja, ich meine meinen. Ich auch. Ich weiß. Schauen Sie. Ja, ich hole mir den Lappen. Okay, warum nicht? Auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut.